an Chinas Küste. Als Fabrik der Welt bezeichnet, erlebt China eine rasante Entwicklung, aber in den Produktionshallen wird dafür teuer bezahlt. Für einen neuen Bericht untersuchte das unabhängige Forschungszentrum DenWatch, unterstützt durch die Arbeitsrechtsorganisation China Labor Watch, die Arbeitsbedingungen in 4 Fabriken in Shenzhen, Suzhou und Dongguan, die eine Vielzahl internationaler Markenfirmen beliefern, darunter die amerikanische Computermarke Dell. Die Arbeiter und Arbeiterinnen schuften in diesen IT-Fabriken unter unmenschlichen Bedingungen, um der wachsenden Nachfrage öffentlicher Einrichtungen und Privatpersonen nach billigen Computern nachzukommen. Dieser Film zeigt Ausschnitte der Arbeit in den Fabriken, die mit versteckter Kamera gefilmt wurden. China Labor Bulletin, eine NGO mit Sitz in Hongkong, hat die Arbeitsrechtsverletzungen in China während der vergangenen Jahrzehnte beobachtet. Insbesondere in der Region, in der sich 3 der untersuchten Fabriken befinden. They're not treated with respect. They're not treated as human beings. Die Untersuchung musste zum Schutz der Arbeiter und Arbeiterinnen im Geheimen durchgeführt werden. Niemand der von DenWatch interviewten Arbeiter und Arbeiterinnen stimmte zu, auch gefilmt zu werden, da sie Konsequenzen fürchteten. China Labor Watch führte verdeckte Ermittlungen durch, um die Arbeitsbedingungen in jenen Firmen, die Dell beliefern, zu dokumentieren. Li Yun ist einer der Ermittler. Im März 2013 arbeitete er undercover für Pegatron in Suzhou. Um ihn nicht in Gefahr zu bringen, wurde sein Name geändert. Sein Name ist aber DenWatch bekannt. Für mehr als 2 Wochen aß, schlief und arbeitete Li Yun in der Fabrik. Die Ermittler konnten innerhalb der Fabrik mit versteckter Kamera filmen und gewähren damit einen seltenen Einblick in den Alltag der Elektronikarbeiter und Arbeiterinnen. Die meisten der Fabriksarbeiter und Arbeiterinnen sind junge Menschen, die auf der Suche nach Arbeit aus ländlichen Regionen abgewandert sind. Aber die Bedingungen in den Fabriken sind viel schlechter, als sie erwartet haben. Many young workers now get up in the morning very early, go to work and probably stay on the production line for 10, even 12 hours a day, just doing the same thing time and time again. 可以休息，但是，吃饭的时间就只能用一吃饭，可能没有更多的时间来休息。那边不好吗？差劲的要死，连洗澡水都没有，热水用时都根本都不够。洗澡水都没有啊？是啊，人都排队嘛，然后排到最后都没有了，排到最后都没热水。 Die Arbeiter und Arbeiterinnen wohnen in Schlafsälen innerhalb des Fabrikgeländes. In überfüllten Gebäuden teilen sie sich einen Raum mit 8 bis 10 anderen. In manchen dieser Gebäude leben mehr als 3000 Menschen. Die Miete sowie andere Abgaben werden vom ohnehin geringen Lohn abgezogen. Selbst in Shenzhen, wo der Mindestlohn der höchste des Landes ist, kämpfen die Arbeiter und Arbeiterinnen dennoch damit, über die Runden zu kommen. Shenzhen is quite an expensive city to live in by Chinese standards. That's why the workers have to do overtime. The minimum wage in Shenzhen is 1,600 yuan a month. That's certainly not a living wage. The average wage in Shenzhen is about 6,000. So there's still a huge gap between the two. Um einen existenzsichernden Lohn zu verdienen, sind die Arbeiter und Arbeiterinnen gezwungen, bis zu 300 Arbeitsstunden im Monat zu leisten.
Das widerspricht dem chinesischen Arbeitsrecht, den ILO-Konventionen und Dells eigener Firmenpolitik in grober Weise. Trotz einer extrem hohen Anzahl an Arbeitsstunden sind die Arbeiter und Arbeiterinnen dennoch nicht in der Lage, mehr als 368 Euro monatlich zu verdienen. Aber Niedrigstlöhne und ein hohes Arbeitspensum sind nicht die einzigen Arbeitsrechtsverletzungen, die in den Fabriken gefunden wurden. Von den Arbeitern und Arbeiterinnen wird erwartet, dass sie extrem hohe Stückzahlen erreichen, die ihnen von den Aufsehern in den Fabrikshallen vorgegeben werden. They feel the pressure from their superiors just to produce their quota as quickly as possible and to do it with the highest quality as possible. So there's both demands for quality and quantity, and this really puts pressure on individual workers. Computermarkenfirmen wie Dell haben die Macht, die Herstellungskosten entlang der Wertschöpfungskette bis nach China zu kontrollieren. Dennoch haben sie auch die Verantwortung, sicherzustellen, dass Arbeitsrechte nicht verletzt werden. Eigenen Aussagen zufolge ging es Dell bislang darum, möglichst billig zu produzieren, um maximale Profite zu erreichen. Labor is not a huge component in the ultimate price that the consumer pays. You know, nearly all of that goes to the international brand rather than the supplier company. But ultimately, it is the consumer who's going to have to pay more. And obviously, it's management's responsibility to treat those workers with dignity and respect. And it's the responsibility of the buyer, the international brand, to make sure that the supplier company can do that. They are forced to exploit the workers just to meet the quotas that those buyers are demanding. Ist die öffentliche Beschaffung und ist der private Käufer, die private Käuferin bereit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Elektronikfertigung zu verlangen? Und sind sie darauf vorbereitet, auf Markenfirmen Druck auszuüben, um die systematischen Verletzungen des Arbeitsrechts in den Fabrikshallen Chinas zu beenden?